Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder nach einer langen Zeit Death Notes. Diesmal auf JP, weil ich habe gesagt, komm, machen wir sie schon vorher, bevor sie dann auf Global rauskommen. Haben wir ja oft schon so gemacht. Und die beinhalten einige interessante Sachen. Also bestimmt schon geile Patch Notes, die ich seit langem gelesen habe. Also die letzten paar Patch Notes waren ja so ein bisschen. Ja, bald Demonic Beast, bald da, aber hier haben die wirklich overall über das ganze Game geredet, was sie verbessern wollen, was die nicht machen und wann wir mit den Verbesserungen rechnen können. Und am Ende haben die noch was sehr, sehr Nices gedroppt, was ihr bestimmt schon im Thumbnail und im Titel gelesen habt, aber darauf gehen wir natürlich erst später ein. Am Anfang reden die ein bisschen über Ratatosk und sowas, dass sie jetzt endlich Ratatosk enthüllt haben. Und das, was natürlich stimmt, dass jetzt mehr Leute den ersten und den zweiten Stock geschafft haben, als es zum Beginn der anderen Demonic Beast war. Also wenn man sich erinnert zu Bird, Deer und Dog, vor allem Nidhogg, hat man gesehen, dass viele Leute die ersten zwei Stages nicht geschafft haben. Vielleicht die erste Stage auf jeden Fall, aber die zweite Stage nicht. Und das hat man auf jeden Fall gesehen, also es war jedem klar. Wenn ihr euch erinnern könnt zu diesem Release von allen anderen Demonic Beasts, ich kann mich perfekt noch erinnern, die ersten zwei Stages waren sehr, sehr schwer. Man konnte nicht mal bis zur dritten Stage kommen. Aber diesmal, bei Ratatosk ist es ein bisschen anders. Da haben auch mehrere Leute einfach geschafft und sieht man einfach, weil Ratatosk ist von den ersten zwei Stages her nicht so schwierig. Es ist noch immer RNG-based, sehr RNG-based, aber nicht so schwierig oder nicht so umfangreich wie die anderen Demonic Beasts. Und genau das wollten sie erzielen. Nur haben die auch gesagt, dass sie gemerkt haben, im dritten Floor ist etwas, was sie eigentlich gar nicht so haben wollen, was viele Spieler daran hindert, den dritten Floor auch zu besiegen. Ich habe bis jetzt leider noch nicht Ratatos spielen können, weil meine Merlin noch gar kein Gear hat, aber ich werde es heute versuchen ohne Merlin Gear und ich werde euch dann auf dem Laufenden halten. Und deswegen haben die gesagt, die gucken, was sie da machen können bei dem dritten Floor, ob die da irgendwie eine Verbesserung machen können, die sie auch dann nah in der Zukunft dann veröffentlichen. Das hat was mit der Ult Gauge anscheinend zu tun, dass Ratatos einfach deine Ult Gauge die ganze Zeit rippt und sowas. Ich habe Ratatos wie gesagt noch nicht gespielt, aber falls ihr es gespielt habt und ihr wisst, was damit gemeint ist, dann könnt ihr euch schon mal darauf freuen, dass es bald gefixt wird auf jeden Fall oder halt ein bisschen schwächer gemacht wird auf der Ratatos Seite natürlich und ihr mehr Ulti dann bekommen könnt. Auch bedanken die sich oder schreiben die hier, dass Ragnarök einfach sehr, sehr nice ist, dass es nur ein Grand Cross gibt und sowas und dass es so ein Hit sozusagen ist in Grand Cross, dass viele Ragnarök mögen. Ich sehe es leider irgendwie nicht so oft, dass Leute sagen, ey cool, ein neues Ragnarök Chapter, ey cool, eine neue Ragnarök Unit, ey cool, eine Ragnarök Festival. Vor allem bei Hell haben sich viele Leute beschwert, dass die Festival eine Ragnarök Festival ist und das verstehe ich leider nicht, weil ich war sehr, sehr gehypt auf Hell, ich war sehr, sehr gehypt. Ragnarök ist einer meiner Lieblingsmodi in Seven Deadly Sins, einfach weil ich diese nordische Geschichte liebe. Denk mal, das ist nordisch mit Loki und sowas und Fenrir. Und ich liebe einfach so diese ganzen Sachen. Aber auch allgemein, Seven Deadly Sins geht nahe zu dem Ende hinzu. Und wieso sollten wir uns nicht auch so Original Stories anhören, wie Ragnarök oder Catastrophe? Wobei ich sagen muss, Catastrophe war ja der Vorreiter von Ragnarök sozusagen. Und ich finde Catastrophe teilweise auch viel schlechter als Ragnarök, weil Ragnarök hat eine wirklich richtige Story, eine richtig gute Story. Catastrophe hat natürlich letztes Jahr damit angefangen, auch eine Story zu etablieren, aber bis jetzt haben wir wieder nichts bekommen. Ein Jahr später ist schon crazy. Deswegen fokussieren sich auf jeden Fall mehr auf Ragnarök als auf Catastrophe, das ist auf jeden Fall klar. Aber vielleicht bekommen wir auch bald ein neues Catastrophe-Chapter und dann können wir da auch ein bisschen drüber reden. Bis jetzt aber Ragnarök bestimmt mein Lieblingsmodi, den es gibt, oder Lieblingsstory-Mode, den es gibt, sogar auch vor dem Seven Sins Story-Mode, weil den kennt man ja schon durch den Anime, so ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, der Story-Mode geht auch langsam Ende hinzu und deswegen ist es nice, Catastrophe und Ragnarök zu haben, nebenbei halt noch Original-Stories zu spielen, was halt einfach Spaß macht. Und vor allem auch mit diesen nordischen Mythologie, Fenrir, Loki, Thor und sowas, mit God of War Tyr und so, Freya, ist einfach cool, ist einfach Mythologie nicht. Wer liebt die Mythologie nicht, so wisst ihr, was ich meine. Deswegen, ja. Dann
zweiten Punkt, also eroberer Punkt, eher so Ratten-Gratatosch-mäßig. Dann der zweite Punkt beinhaltet eher was im System und user-friendly Sachen und sowas. Erster Punkt war ja eher so Ratatosk und Ragnarök, aber hier gehen die wirklich auf so allgemeine Sachen im Game an, was sie verbessern wollen und sowas. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Das ist, ihr seht es hier, es sind 1000 Absätze, es sind 1000 Absätze. Deswegen gehen wir mal Schritt für Schritt darauf ein. Die haben hier geschrieben einfach, dass sie gesehen haben, dass die Benutzeroberfläche vor allem in der Bar, also in der Warhead, einfach viel zu viel geworden ist. Also wir haben da ja King mit einem Tauschen-Shop. Wir haben da ja den allgemeinen Shop mit allen Shops in einem drin. Wir haben die Merlin mit dem Awaken. Wir haben den Bun mit dem Kochen. Und wir haben den Golfer. Ich weiß nicht, was Golfer gerade macht. Weiß ich tatsächlich nicht. Wir haben aber Diane noch da. Aber keine Frage, ich finde es gut eigentlich, wie es so ist, weil du hast alles auf einem Fleck. Du hast alles auf einem Fleck, du kommst easy dahin und sowas. Sehr, sehr nice. Ich glaube, das wollen sie auch gar nicht wegmachen. Die wollen nur vereinfachen, um dahin zu kommen. Ich denke mal, du wirst halt einfach auf deinem Icon irgendwo in der Bauheit haben, wo du straight up zu King tauschen kannst, ohne dich zu bewegen, straight up zu Diane gehen kannst, ohne dich zu bewegen, straight up zu Merlin gehen kannst, ohne dich zu bewegen und so weiter halt einfach. Und ich denke mal, das wird halt das Update sein, was sie in der Bauheit machen wollen. Die wollen es halt allgemein vereinfachen. Ich hoffe aber mal, die Bauheit bleibt genauso, wie sie ist, weil Bauheit gehört einfach zu Samuel Sins dazu. Muss man halt einfach sagen. Und wenn die entfernt werden sollte oder anders gemacht werden sollte, wäre halt schon ein bisschen schade. Ich finde es halt cool, dass man die Season 1 und Season 2 Bohead haben kann und dann auch Season 3 und Season 4 Bohead. Ich habe noch immer die Season 1 Bohead, weil sie ein bisschen kleiner ist. Finde ich ein bisschen cooler, weil das ein bisschen kompakter ist. So, wisst ihr, was ich meine? Aber viele haben auch die Season 3 Bohead, habe ich auch schon gesehen. Aber ist halt einfach Geschmackssache. Ich hoffe einfach, dass sie diese zwei Varianten drin lassen und einfach nur allgemein diese User-Friendlichkeit mit diesen Buttons und sowas verbessern. Also User-Interface natürlich. Und ich glaube auch mal, das meint Internet Marble in diesem Absatz. Deswegen brauchen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen machen. Dann reden sie tatsächlich hier noch, hier unten, über Belohnungen. Aber hier reden sie auch über Belohnungen und sowas. Dass sie einfach mehrere Belohnungen machen wollen und auch es einfacher für uns ist, diese Belohnungen zu achieven. Zum Beispiel, wir haben ja diese täglichen Missionen, wir haben ja Hawk Pass Missionen und sowas. Und die haben gesagt, oder Folge zu Rest steht unten auch noch perfekt drin. Und die haben einfach gesagt, die wollen für uns das einfacher machen, die Mission zu erledigen und zu fertigzustellen und sowas. Und dass wir halt schneller dahin kommen. Zum Beispiel weniger, also nicht weniger, zum Beispiel sagen wir mal, im Hawk Pass steht, spiele 5-mal PvP. Vielleicht musst du dann nur 2-mal PvP spielen. Ich denke mal, sowas in der Theorie machen die. Oder für diese 2 Gems, dass du nicht mehr 3-mal PvP spielen musst, sondern vielleicht nur 1-mal PvP spielen musst. So auf diese, oder die machen komplett einen Revamp und auch neue Daily Missions machen die rein, die halt in der Theorie einfacher sind. Neue Hawk Pass Missions machen die rein. Deswegen, da muss man halt gucken, wie die es wirklich machen, ob das gut ist, was sie machen, oder ob die wirklich komplett reinscheißen, weil vor allem immer Games, die diese Benutzeroberflächen und sowas, diese User Interfaces verbessern wollen und für die User halt was vereinfachen wollen, machen manchmal zu viel und weniger ist manchmal mehr. So, wisst ihr, was ich meine? Bestes Beispiel für Leute, die jetzt, lustiges Beispiel, Fortnite spielen. In den letzten paar Ja, im letzten Jahr oder ab jetzt im letzten Jahr, seit dem letzten Jahr sehr, sehr viele schlechte User Interface Updates rausgekommen, muss man halt einfach sagen. Wie das Interface gerade aussieht, ist komplett irrenlos. Das Game an sich echt gut, wie Grand Cross. Wenn man aber das Interface verkackt, macht es halt schon sehr, sehr viel an dem Spielspaß und an dem Flair und an dem Vibe von dem Game kaputt. Deswegen muss man da immer aufpassen, weil wir haben jetzt seit 5 Jahren dieses Game so, wie es ist, Grand Cross. Und Änderungen sind gerne gesehen, aber nicht bei jedem. Wenn es so geile Änderungen sind, wo man wirklich sagt, ey, das habt ihr richtig gut gemacht, dann wird sich keiner beschweren. Wenn aber wirklich nur eine Sache falsch oder schlecht ist, muss man sich halt da wirklich echt lange reingewöhnen, wenn man spielt ja schon seit 5 Jahren. Und dann ist es halt echt schwierig zu sagen, ey, das müssen wir gut hinbekommen, das habt ihr gut hinbekommen und sowas. Und da könnten sich sehr, sehr viele Leute wieder beschweren bei diesen User Interface Updates. Deswegen, da muss Internet Marble ein bisschen aufpassen. Ich habe da tatsächlich auch ein bisschen Angst, aber ich habe schon eigentlich groß Vertrauen daran, dass sie das nicht komplett reinscheißen. Das sollte schon passen. Dann auch, was sie am Ende hier geschrieben haben, das ist auch eine der letzten Sachen, auf die wir eingehen, nämlich, was ihr natürlich wisst, wenn ihr jetzt ein neuer Spieler seid oder ein wiederkehrender Spieler, der jetzt Level
80 ist oder auch schon Level 100 oder sowas, aber jetzt nicht viel gespielt hat oder nicht weiter in der Story gespielt hat, dann kennt ihr es auf jeden Fall, dass ihr zum Beispiel, ich denke mal, Heroes Arena ist nicht gelockt, aber vielleicht könnt ihr nicht Heroes Arena spielen. Was ihr garantiert nicht spielen könnt, ist den neuen Demon King Battle. Wenn ihr einen bestimmten Punkt in der Story erreicht habt, dann könnt ihr den Demon King Battle nicht spielen. Ihr müsst erstmal zu diesem bestimmten Punkt kommen, sonst dürft ihr einfach nicht reingehen. Auch sind es die Demon Battles. Die Demon Battles könnt ihr auch nicht spielen, wenn ihr nicht die Story ein bisschen gespielt habt. Dabei ist ein bisschen wenig, weil ihr könnt die Story, glaube ich, ein Chapter oder sowas spielen, dann habt ihr Demon Battle schon, da ist kein Problem. Aber ich glaube, ihr wisst langsam, was ich meine. Und genau das wollen die wegmachen. Genau diese Sache, dass ihr wirklich nicht reingehen könnt, diese Verfügbarkeit von Inhalten, solange ihr nicht einen bestimmten Punkt erhalten habt, das wollen die komplett rausmachen, weil die haben gemerkt, dass es ein bisschen aufgezwungen ist, zu sagen, ey, ihr könnt diesen Modus nicht spielen, wenn ihr diesen Modus nicht spielt. Das ist einfach gezwungen und es macht dann auch keinen Spaß. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn man sagt, ey, du musst das jetzt spielen, obwohl du gar keinen Bock hast und es macht auch Spielspaß weg, dann sagt man so, nee, gar keinen Bock, ich deinstalliere das Spiel wieder, ich will spielen, was ich will. So, ich habe gar keinen Bock auf den Modi gerade, ich will eigentlich das andere spielen, aber das Spiel lässt mich nicht, okay, ich deinstalliere es. Und das macht halt sehr viel am Spielspaß weg. Und das wollen die auch machen. Und nicht vor allem nur am Spielspaß, sondern auch an dem allgemeinen Level-Up von dem Account. Wenn man schon in der Tür den Demon King Battle machen kann, aber noch nicht in der Story so weit ist, ist halt komplett ehrenlos. Ist halt komplett ehrenlos, kann man aber nichts daran ändern, bis sie es natürlich rausnehmen werden, was in der nächsten Zeit sein wird. Dann wollen die auch noch, was mir sehr, sehr gefällt, den Login-Bonus verbessern. Jetzt hört mir zu, nicht den Login-Bonus, den wir bekommen, was aber auch mal natürlich Zeit werden sollte, weil wir haben diesen alten Login-Bonus seit, glaube ich, jetzt 3 Jahren. Weil es gab einen Login-Bonus, der war cool, und jetzt seit 3 Jahren haben die einen neuen Login-Bonus, aber den müssen die auch mal updaten, weil, also, New Appendix kann man schon einmal die Woche geben, so ein Ding ist es nämlich. Aber diesen Login-Bonus, den die verbessern wollen, ist dieser für wiederkehrende Spieler oder für neue Spieler. Was, wenn ihr es nicht wisst, ein neuer Spieler und ein wiederkehrender Spieler bekommt gerade, wenn er reinkommt, wenn er es installiert, ein Red Golfer. Ich glaube, Red Golfer war das for free. Red Golfer for free ist sehr, sehr stabil, wenn du ein neuer Account hast, wenn du einen neuen Account bist, so das auf dem. Und ich denke mal, die wollen da vielleicht auch eine andere Unit jetzt reinpacken, vielleicht eine Traitor Melee sogar, weil Traitor Melee ist Bombe für PvE auf jeden Fall. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie da jetzt einfach andere Charaktere reinpacken und vielleicht auch schon 10 S-Anhänger oder so straight up. Muss man halt ein bisschen abwiegen, was zu viel ist, was zu wenig ist. Aber das wird nicht Marvel schon wissen. Die werden wahrscheinlich ein bisschen weniger reinhauen, als wir es haben wollen würden. Mir kann es egal sein, euch kann es auch egal sein. Aber für neue Spieler und wiederkehrende Spieler ist halt sehr ansprechend. Vor allem für wiederkehrende Spieler. Die sehen so, ey, okay, ich bekomme zurzeit das da, wenn ich mich jetzt wieder einlogge nach 5 Monaten oder sowas. Ich gehe mal, glaube ich, wieder rein. Und vielleicht catches das Game dann wieder und dann spielen sie länger. Deswegen, ja, da muss man ein bisschen abwiegen. Hoffentlich machen die das gut und dann haben wir eine größere Community. Und eine größere Community heißt einfach mehr Updates. Mehr Updates heißt, das Spiel lebt länger und es schmeckt einfach. Dann haben die natürlich auch geschrieben, in Grand Cross, das Größte ist einfach die Story. Ist halt einfach ein Fakt. Die Story ist das Größte, warum wir auch Grand Cross spielen, weil einfach die Animation vor allem bei dem Anime von Seven Sins komplett hochgenommen wurde und Grand Cross eine sehr, sehr geile Alternative ist, den Anime in einer Hochform wieder zu erfassen. Deswegen ist natürlich Story sehr, sehr groß geschrieben, wird sehr, sehr groß geschrieben in Grand Cross. Da schreiben die leider aber auch, dass sich langsam dem Ende hinzuzieht. Vor allem, ich weiß nicht genau, wo das steht, aber das 30. Chapter schreibt das Ende von also von Seven Sins Story, von der Seven Sins Story. Das 30. Chapter ist, glaube ich, das nächste oder das übernächste Chapter. Und die haben auch schon geschrieben, das werden sie wahrscheinlich zum 5. Anniversary droppen, also im Juli. Und ich habe tatsächlich Angst und bin langsam auch ein bisschen überfordert, weil ich mir so denke, ey, einfach seine Sin Story ist weg aus Grand Cross. Die ist fertig, einfach fertig geschrieben. Und wenn ihr das Spiel wirklich so seit 5 Jahren spielt, seit Release, und jedes Update, jedes Story-Update freigeschalten habt, als es immer rauskam und sowas. Und jetzt, dass man sagt, ey, jetzt ist es vorbei, ist schon ehrenlos. Ist schon ehrenlos, tut mir auch ein bisschen im Herzen weh. Aber es heißt nicht, dass wir keine Story-Updates mehr bekommen. Jetzt fragt euch bestimmt, hä, was? Das ist, was ich am Anfang erwähnt habe. Nämlich haben wir natürlich
Samuel Jacksons Grand Cross, Four Nights of Apocalypse. Und Apocalypse ist straight up die Weiterführung von Samuel Jacksons. Wir haben da alle Samuel Jacksons Charaktere, außer Escanor, my goat, rip to him. Aber wir haben da alle Samuel Jacksons Charaktere, die wir kennen. Legit, die wir kennen. Falls ihr Apocalypse nicht kennt, das ist einfach eine Fortsetzung. Nicht Tristan, der Sohn von Meliodas, ist der Main Character, sondern ein komplett neuer Main Character. Finde ich auch teilweise ein bisschen besser, als wie bei Naruto, dass Boruto der Main Character ist. Dass einfach ein neuer Charakter im Vorschein kommt und sowas, finde ich sehr, sehr cool. Und Apocalypse, ich habe früher den Manga gelesen, echt, echt cool gemacht. Echt, echt cool gemacht. Anime ist, glaube ich, auch die erste Staffel jetzt fertig und sieht sehr, sehr Bombe aus. Und die haben auch schon gesagt, das erste Chapter von Apocalypse ist schon in Arbeit und die werden dann ein paar Sachen zum 5. Anniversary schon zeigen werden. Und ich freue mich halt richtig drauf. Ein Kapitel wird abgesetzt, natürlich. Grand Cross Samuel Sin Story ist weg, aber dann, wo eine Tür sich schließt, kommt eine andere wieder auf und das ist natürlich Apocalypse. Ich freue mich richtig drauf, vor allem die Units, die wir da bekommen, mit Gawain, mit Tristan, mit Percival. Ich habe richtig Bock drauf. Was haltet ihr von diesen Death Notes? Da stand doch etwas über Gotha und sowas, dass er jetzt auch in der 300 und 600 Meilensteine drin ist. Habe ich jetzt nicht besonders drauf eingegangen, weil ihr wisst, was meine Meinung dazu ist. US mag ich nicht, auch wenn sie in der 300 und 600 drin sind. Ist natürlich besser als nichts, aber sonst echt, echt coole Patchnotes gewesen. Vor allem hier mit den Ratatos-Sachen, dass sie gesagt haben, wir haben gemerkt, ersten, zweiten Floor wird sehr oft gespielt. Dritter Floor ist ein bisschen zu viel RNG-based, wir verbessern es. Und das ist einfach nicht Marvel for the Gold. Müssen aber noch sehr, sehr stark an sich arbeiten. Aber gehen natürlich einen guten Weg. Das war's.